Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich dir ein Weihnachtsgesteck zeigen für auf den Balkon. Und zwar ist meine Mutter auf mich zugekommen und hat mich darum gebeten, ihr doch auch ein schönes Weihnachtsgesteck zu machen. Was ich natürlich sehr gerne mache. Und sie hat mir Folgendes mitgegeben. Das ist die Schale. Das ist so eine Metall- oder Blechschale. Dann hat sie mir das vom Windlicht das Glas mitgegeben, wo Kerzen reinkommt. Und da meine Mutter ja Glitzer-Queen ist, hat sie mir noch ein paar wunderschöne Weihnachtskügel mitgegeben. Und Engelsflügel. Und die werde ich dann irgendwie mit innen dekorieren. Obwohl sie ja gefunden hat, es soll eher rustikal werden. Was ich ihr aber nicht ganz so abnehme, weil sie eher eine elegante Frau ist. Und ich bin ja eher der Naturhase. Aber ich denke, ich werde so ein bisschen eine Mischung machen, dass Natur und Glitzer vorkommt. Ganz kurz zeige ich dir schnell, was ich alles gefunden habe aus der Natur. Wie immer die Efeuranken, die ich abgeschnitten habe. Tannenäste, auch schon von den Förster bereits abgeschnitten. Und dann habe ich dort noch gefunden, die Buchszweige. Die werde ich auch eindekorieren. Das macht es noch ein bisschen eleganter, finde ich. Und natürlich allerlei Sammelsurium, wie Distel, Tannenzäpfe, Nüsse etc. Was man halt alles im Moment gerade findet in der Natur. Und was du noch brauchst, ist so Steckmasse, grüne Steckmasse. Ich habe die bereits schon eingelegt ins Wasser. Und um das ausdekorieren, dass das auch nicht auf verdrosten innen, nehme ich einen alten Plastiksack und tue das hier auskleiden, eben damit es einfach nicht rostet. Du kannst einfach einen Sack nehmen und dann schauen, wie viel du brauchst. Und schneidest ab. Das siehst du ja dann noch nicht mehr. Das hat einfach ein bisschen Schutz gegeben. So. Dann kommt Steckmasse rein. Also die sind richtig schön durchfeuchtet. Und du jetzt einfach komplett das Gefäß ausfüllen damit. Und schau einfach auch, dass alle Lücken schön gefüllt sind, damit du wirklich die Zweige überall reinstecken kannst. Und dann nicht irgendwo in der Luft hängen. So sieht das jetzt aus. Und dann kannst du den Plastik wirklich noch mal ein bisschen nach oben drücken. Aber wie gesagt, wenn die Äste drin sind, dann sieht man das ja sowieso nicht. So sieht das dann aus. Und da ja das Glas da reinkommt, und das ist mir jetzt ein bisschen zu tief. Ich möchte es ein Mühe höher haben. Werde ich nochmal eine Steckmasse nehmen und werde das in der Mitte innen so versuchen zu platzieren, damit ich nachher das Windlicht darauf stellen kann. Gehen wir schnell. Ja. Und dann ist das so in dieser Höhe. Und dann kannst du viel üppiger dekorieren. Und damit der gut hält, werde ich den
mit dem Draht befestigen. Moment. Die habe ich jetzt natürlich vom Floristikbedarf, aber es geht auch normale Draht. Und dann stecke ich das hier unten rein. Und mache unten einen Bogen rein. Auf beiden Seiten. Dass das dann so ein bisschen wie ein Wiederhaken ist. Und dann hebt das auch noch mal ein bisschen besser. Hoffe ich. Jetzt schauen wir noch mal. Genau. Und hier oben. Das tue ich jetzt auch noch mal umbiegen. Und der Rest wird einfach abgeschnitten. Und dann hebt das recht gut. Und da das jetzt ja hässlich aussieht, so, habe ich Moos noch mitgenommen von der Natur. Jetzt weiss ich aber nicht, wo es ist. Moment. Das ist das Moos. Das habe ich jetzt schon trocknen lassen. Ich möchte es jetzt aber gerne feucht haben, dann legst du es einfach nochmal im Wasser einlegen und dann wird das wieder ganz weich und frisch. Und dann lege ich das hier drauf. So sieht das aus. Dann kann man hier dann eben das Glas schön draufstellen und dann sieht man innen nur das Moos. Ja! Moment. So, bin wieder da. Habe gerade noch ein paar Gipfeli gekriegt. Dankeschön. Also, die kommt dann da oben drauf. Und wenn das ringsum voll ist, gesteckt ist, dann hebt das auch. Also es ist jetzt nicht, dass es ständig umtransportiert wird. Und wenn die Kerze drin ist, hat es auch noch Gewicht. Also es sollte heben. Dann würde ich sagen, geht es weiter. Und ich werde das jetzt einfach eben mit den Ästen ausdekorieren. Ich tue eben die eigentlich immer sehr gerne rein, damit ich ein bisschen weiss, wie viel Platz das ich habe. Und dann fangen wir mit den Efeuranken an. Die unteren Blätter, die untersten Blätter immer wegnehmen. Dann hebt es auch etwas länger, braucht nicht so viel Energie. Jetzt um die Steckmasse hier innen, tue ich jetzt die Äste recht satt dran machen, damit es einfach nochmal einen zusätzlichen Halt gibt und damit auch das Glas auch nochmal ein bisschen besseren Halt. So mal fertig gesteckt. Das ist jetzt mal die Grundlage. Wie gesagt, innen am Glas habe ich hauptsächlich Tannenäste gesteckt, damit das Glas wirklich einen guten Halt hat und dass es nach außen
eben auch ein bisschen übers Gefäß drüber geht, dass es eine Verbindung gibt. Ich persönlich würde es jetzt wahrscheinlich schon so lassen oder würde einfach nur so ein Engelsflügel anmachen. Fertig. Aber Glitzer Queen. Darum machen wir jetzt das ein bisschen opulenter. Und ich habe hier noch so Weihnachtskügel, die schon getrotet sind. Die kann man eben wirklich gut einfach so reinstecken. Und das hebt. Also wenn man jetzt nicht gerade eine Weltreise macht mit dem Gesteck, hebt das. Also gerade wenn du auch daheim machst, ist das sowieso kein Ding. Dann hebt das wunderbar. Und dann probierst du einfach ein bisschen aus, so wie es dir halt am besten gefällt. Bei mir entsteht es ja auch immer erst beim Machen die Idee. Und gewisses verwirf ich dann wieder. Je nach Tagesstimmung. So. Noch ein paar Disteln kommen rein. Minimalist. Ich finde immer, das Grün, das sieht schon so schön aus, dass es gar nichts mehr braucht. Was du natürlich noch machen kannst, ist so, ich habe da noch so ein Zweig mit Zapfen dran gefunden und die kannst du natürlich auch einfach nur so drüber legen. Irgendwie spiegelverkehrt ist das oft immer ein bisschen so eine Sache. Wenn du einen Zweig hast, der hier nicht richtig hebt, dann nimmst du auch wieder mit dem Draht, machst wieder ein kleines Schläufchen, hängst es rein und dann kannst du es gut fixieren. Dann hebt das. Gefällt mir nicht. So sieht er jetzt aus. Die verschiedenen Efeu, Tannen, Buchs, dann die Äste mit den Tannenzäpfen dran. Dann habe ich hier so silbrige Weihnachtskügel. Hier habe ich den Engelsflügel rein, Disteln. Und so wird es wahrscheinlich auch lassen. Und kann sonst noch mal ein bisschen nacharbeiten. Das ist jetzt mein fertiges Gesteck. Ist vollendet für mich. Mal schauen, ob es für meine Mutter nicht zu rustikal ist. Ich habe jetzt noch einen Engelsflügel mit eingearbeitet, ein paar Silberkugeln. Ich habe Kerzen austauscht. Hier sind wir das Teil mitgebracht hat. Aber wir haben ja Stil, nicht wahr? Und darum kommt eine schöne Kerze rein. Auch das Gesteck hat mich nichts gekostet. Einen schönen Spaziergang, ein bisschen Zeit und Liebe. Und dann würde ich sagen, das war es. Und noch ein Gruß an alle deutschen Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr meine Videos anschaut, obwohl ihr vermutlich die Hälfte nicht versteht. Solltet ihr Interesse haben, dass ich mal ein Video auf Hochdeutsch mache, dann gebt mir Bescheid, dann mache ich das sehr gern.
In dem Sinn, bleibt gesund, bleibt kreativ, umarmt eure Liebsten. Alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.